Ja, hier ein Miele 10 5300. Genau das ist der Fehler. Abtropfschale und Satzbehälter einsetzen. Sind aber drin. Also richtig am Anschlag. Hier klappt alles. Trotzdem geht er nicht weg. Ja, also hier unten ist so ein Nippelchen, ein Zapfen. Die ist da, ist nicht abgebrochen und das drückt er hier rein. Man hört ja schon klick, 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 als der Schalter. Und das funktioniert nicht. Also Gerät abschrauben und nachschauen, was mit dem Schalter los ist. So, habe ich das Gerät zerlegt und ja, hier ist der Schalter drin. Da klemme ich jetzt mein Messgerät. So, nochmal wie immer noch ein Hand dazu. Also Schalter ist nicht defekt. Tja, das ist nicht sehr schön jetzt. Da guck mal nach, wo der Schalter lang geht. Muss man hier ein bisschen abschrauben. Und nachschauen, was es sein kann. Bei dem Gerät ist ja die Plastikteile sind. Das sind ja hier oben. Da will ich nicht komplett ausbauen, sondern genau hier verfolgen. 1, 2. So, der zweite ist mit dem Antrieb verbunden. Na, das kommt ja hier ran. Das heißt, über den Schalter läuft ja sozusagen die Brühgruppe mit. Ja, in Schleife, also der Motor. Was kann das alles bedeuten? Schalten. Na. Ja, also passiert nichts. Normalerweise beim Einschalten macht er selbst das, die Brühgruppe dreht hin und her, aber hier bewegt sich gar nichts, weil die Elektronik der Schalter nicht erkennt. Deswegen schaltet das Antrieb ab. Ne? Das ist in Schleife. Motor, Antrieb und der Schalter für die Abtropfschale. Das hat Sinn, wenn man die Schale rausziehen soll, das alles unterbrechen. Ne? Die andere Leitung, wenn ich nicht täusche, kommt ja hier hin. Ne? Also hier an den Stecker. Das ist der zweite Leitung. Und dann geht ja hier in den Leistungsmodul in der Elektronik, in der Steuerelektronik, nicht Leistungsmodul. Das ist das andere hier hinten. Okay, mal ein bisschen überprüfen, was die alle anderen Schalter machen. Hier ist noch eine, wo die Brühgruppe drin steckt. Ja, vielleicht funktioniert nicht, weil der Schalter nicht erkannt wird. Also die Elektronik gibt die Schaltung nicht frei. Das überprüfe ich erstmal. So, ja, der Schalter hier ist in Ordnung, der piept, wenn die Verriegelung nach unten ist, das kennt man schon, bei der Brühgruppe hat hinten einen Hebel und schlägt, das bedeutet, es funktioniert. Hebel hier, dann piept ja nicht mehr, also kein Durchgang mehr, Hebel hier, dann hat er einen Durchgang. Also das ist auch nicht, muss der also erkannt werden. Ja, sieht so aus, als hier eine elektronische Störung vorliegt, das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ja. Schwer zu sagen, was ist das hier? Ist das irgendwie irgendwas oxidiert an der Stelle?
Gut, dann nehme ich die Elektronik raus und schau mal nach, ob man was hier erkennen kann. So, ich könnte nicht finden. Ich habe das Gerät an den Tisch genommen und gedacht, jetzt vielleicht der Motor hier antreiben, überprüfen. Also passiert gar nichts. Also hier ist nichts zu sehen, nichts zu hören, nichts zu spüren. Dann habe ich mein Labornetzteil genommen und ist natürlich kein Widerstand. Da passiert auch nichts. Ne? Momentan bei ja, so in etwa 25 Euro. Also nichts. Was kann das bedeuten? Dass der Motor hier defekt ist. Na? Ich kenne den Widerstand nicht, also ich möchte nicht unbedingt hier ein. Ich möchte mir auf jeden Fall einen anderen Antrieb nehmen. Ob ich eine finde jetzt auf der Schnelle. Ja, siehe da, hier habe ich einen Antrieb. So, habe ich einen Antrieb hier. Der Antrieb schließe ich erstmal, wenn der Stecker passt, hier hin. So, habe ich das jetzt verkabelt. Ich habe hier einen Antrieb. Die Schalen sind drin. Und schauen, was passiert. Die Mikroschalter hier sind nicht angeschlossen. Also ich muss aufpassen, dass mir alles nicht durcheinander kommt hier. Das ist die Parkstellung. Ja. Also wenn man einen neuen Antrieb nimmt, auf jeden Fall markieren, wo der stand, ansonsten bei Montage kann es Probleme geben. Also hier an den Mikroschalter oben. Also wird er quasi ausgeliefert. Ne? Jetzt stecke ich meinen Stecker rein. So, und dann wird er piepen. Aufpassen, was passiert jetzt hier. So, einschalten. Ne. Abtropfschale und jetzt. Ich muss da rausziehen, sonst tritt er mir durch, weil hier die Schalter sind. Also, Fehler gefunden. Antrieb defekt. Na, also, ich hoffe, man hat leicht verstanden. Mikroschalter, Schleife mit dem Motor. Hebel ist an der Brühgruppe, zweiter Mikroschalter, die sind für die Stellung, also das sind die Stellung hier, das ist die Brühgruppe-Erkennung, also wenn die Brühgruppe verriegelt wird. Die sind für die Stellung, der Antrieb, das muss ich hier zurücksetzen und dann kommt der Motor. Ne? Und der andere ist der rote hier, der geht ja direkt zu der Elektronik. Ne? Das war's. Also hier brauche ich einen neuen Antrieb und dann läuft die Maschine. Oder man schaut einfach rein, was da los ist, warum das nicht funktioniert hat. So, jetzt nehme ich mein Labornetzteil und mit Hilfe dessen drehe ich mein, ich weiß nicht in welche Richtung, aber ich kann es mal prüfen. Also hier ist zu viel. Also was? Jetzt, na zu viel. Ich mache die Drossel ein bisschen die Spannung, damit er nicht so schnell dreht. Ne, das ist zu weit. Ja, noch mehr runter aufzunehmen. Damit er ganz langsam dreht, damit ich den zurücksetzen kann. Na, ist ein Spiel jetzt. Also damit der Video nicht zu lange jetzt. Ja, so in der Fall ist es damit zurückgestellt und jetzt kommt der Antrieb rein. Ne? Also bei den Fehler, Abtropfschale und so weiter, Antrieb prüfen. Für den Antrieb, wie bei allen anderen Miele-Geräte, Elektronik ausbauen, die Schrauben hinter der Brühgruppe ausbauen, also abschrauben, Antrieb rausnehmen. Hier sollte man eine neue Dichtung für den Schlauch nehmen, bei dem Drainageventil, wo sich dann mit der Brühgruppe koppelt hier. Und bei dem Antrieb aufpassen, dass es, ja klar, entweder original oder passende zur Verfügung steht. Gut, das ist alles.